Hallo zusammen. Im Moment gibt es ja ganz viele Menschen, die tolle Sachen machen, die sich ganz viel einfallen lassen, damit es anderen gut geht und sie auch einen schönen Tag haben. Deshalb haben Pixi und ich euch heute eine Heldengeschichte mitgebracht. Pixi, der kleine Held, heißt die und die lese ich euch jetzt einmal vor. Es ist Frühling. Die Sonne strahlt schon warm vom Himmel. Pixi hat seine Freunde zum Picknick eingeladen. Die vielen Leckereien auf der Decke sehen richtig verführerisch aus. Fehlen nur noch die Möhren für Hase Langbein, murmelt Pixi und geht noch einmal in seine Höhle. Hu, Pixi, rufen Erich Igel und Umberto zum Fenster hinein. Auch Hase Langbein kommt in Windeseile angesaust. Er hat mächtig Hunger. Doch als die Freunde in den Garten gehen, sehen sie, wie der graue Fuchs mit einem großen bunten Sack im Gebüsch verschwindet. »Der hat unser schönes Picknick geklaut«, ruft Pixi. »Mitsamt deiner Picknickdecke«, schimpft Hase Langbein. »Los, hinterher«, sagt Umberto und rennt los. Die vier folgen dem grauen Fuchs durch den Wald, bis sie an den Fluss kommen. Dort sprudelt das Wasser mit lautem Getöse über die Steine. »Guckt euch das an«, ruft Pixi atemlos. Am anderen Ufer liegt der Fuchs inmitten all der Leckereien mitten auf der Picknickdecke. »Wirklich sehr lecker, euer Picknick«, ruft der Fuchs hämisch zu den Freunden hinüber und beißt herzhaft in eine Wurst. Umberto kocht vor Wut. »Wie ist er nur über den Fluss gekommen?«, fragt der Igel. Die Freunde schauen sich am Ufer um. »Da unten liegt ein Baumstamm quer«, ruft Pixi, »da können wir hinüber.« Hase Langbein behagt der Vorschlag gar nicht, das wilde Wasser macht ihm Angst. Zitternd steht Hase Langbein vor dem Baumstamm. »Ich trau mich nicht«, jammert er. Derweil sind Umberto und Erich Igel schon fast auf der anderen Seite. Als der Fuchs die beiden entdeckt, flüchtet er mitsamt dem Picknick in den Fluss. Doch er hat nicht mit der Strömung gerechnet. Das Wasser reißt ihn mit. Schnell klettert Pixi auf den Baumstamm. Und als der Fuchs herantreibt, schnappt Pixi sich die Picknickdecke. »Hilfe!« ruft der graue Fuchs da auf einmal, denn er kann gar nicht besonders gut schwimmen. »Los!« ruft Pixi und wirft die Decke ans Ufer. »Wir müssen den grauen Fuchs herausziehen.« »Wie sollen wir das denn machen?« fragt Hase Langbein und rennt flussabwärts. Pixi läuft ihm voraus. Er zieht einen langen Ast aus dem Gebüsch und bringt ihn ans Ufer. »Hier halte ich fest«, ruft Pixi und reicht dem grauen Fuchs den Ast hinüber. Prustend ergreift der Fuchs das Holz. Jetzt sind auch Erich Igel und Umberto zur Stelle. Mit vereinten Kräften ziehen sie den grauen Fuchs an Land. »Danke«, murmelt der graue Fuchs, als er triefend am Ufer steht. »Na, dir wird der Appetit wohl vergangen sein«, lacht Pixi. Der Fuchs schaut betreten zu Boden. »Dann lässt du uns jetzt einfach in Ruhe«, schimpft Hase Langbein mutig. »Wie gut, dass du unser Picknick gerettet hast«, sagt Umberto, als die Freunde endlich zusammensitzen. »Ja, Pixi, du bist unser Held«, jubelt Hase Langbein und beißt glücklich in eine Möhre. Das war's von uns wieder einmal für heute. Morgen sind wir natürlich mit einem neuen Pixi wieder da. Lasst euch mal überraschen, welches es dann sein wird. Bis dahin,